Ja, hallo und herzlich willkommen bei Match Bytes. Ja, heute wieder mal ein kleines Blitzlicht. Und zwar geht es heute nicht nur um Siri auf iOS 5.1.1, sondern auch um zwei weitere Themen, nein, sogar drei. Und ja, fangen wir auch schon an, denn ich habe mindestens dreimal so viele Reklamationen, wie es Tage im Jahr gibt, bekommen. Und zwar, dass Spire nicht richtig funktioniert, beziehungsweise dass das iPhone dann nicht mehr richtig funktioniert. Und zwar beim Start. Ja, in der Quellenbeschreibung beziehungsweise in der Package-Beschreibung von Spire steht sogar noch, dass aus dem Unshaded Jailbreak Jailbreak wird. Ja, daran kann ich wirklich nichts ändern und es tut mir auch leid. Aber was ihr dagegen tun könnt, ihr könnt einfach euer Gerät mit RedSnow booten beziehungsweise Tedred booten und dann funktioniert euer Gerät wieder wie normal. Naja, das ist die eine Sache. Ich habe dann aber auch noch andere Reklamationen bekommen, wie zum Beispiel, dass das Siri-Logo die ganze Zeit dreht und nichts macht. Ja, das liegt einfach daran, dass der Server manchmal einige Fehler haben kann und da müsst ihr halt den Leiter von siribörse.de kontaktieren und nicht mich vollspammen mit Kommentaren. Naja, eben wie dem auch sei, fahren wir weiter zum nächsten Thema von diesem Blitzlicht. Und zwar möchte ich mich ganz herzlich an die 83 Abonnenten bedanken, die ich bereits jetzt innerhalb von 2 Monaten hinbekommen habe, mit einem Alter von 14 Jahren alt. Und ja, ich muss auch gestehen, dass ihr wirklich eine super gute, super tolle Community seid. Ich hätte mir keine bessere vorstellen können. Naja, das ist das andere Thema. Jetzt kommt nochmal das andere. Und zwar bin ich jetzt auf Google Plus sowie Facebook auch erreichbar. Naja, und ich habe hier da ein neues Startvideo, wie ihr sehen könnt. Ich habe hier das, so eine Keynote-Animation erstellt, wo ihr dann eben so eine kleine Übersicht bekommt, wo was liegt. Also hier mein Feed, alle meine Videos und hier da abonnieren, wäre nicht schlecht. Und hier da meine Informationen. Hier da habt ihr bei mir übrigens noch viele, viele weitere Informationen. Findet ihr übrigens auch alles auf meiner Webseite hier bei Über. Ja, dann könnt ihr mich gerne auch anrufen über Skype. Ganz einfach, ihr müsst da einfach auf diesen Link draufdrücken und dann öffnet sich ein neues Fenster. Dieses Fenster öffnet Skype und Skype ruft dann mich automatisch an. Naja, die Mindestvoraussetzung ist ein Mac OS X Betriebssystem mit Safari 5 mindestens. Und Skype muss auf eurem Computer installiert sein. Das Ganze funktioniert auch auf den iOS-Devicen. Bedingung ist hier wieder auch, dass Skype funktioniert bzw. läuft. Jo, ich glaube, ich habe alles gesagt, was in diesem Blitzlicht reingehört, reinpasst. Und ja, ich hoffe, es hat euch geholfen, das mit dem Spire. Und bedanke mich fürs Zuschauen, Abonnieren, Kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute.